rum. Ja, nicht in das Loch rein. Der Dorfteich ist sehr gut gefüllt. Man erkennt ja kaum den Weg vor lauter Laub. Patsch. Sonntagmittag. Gerade weg vom Mittagstisch. Rauf aufs Rad. Beste Bedingungen. Heute ist es mild. 16 Grad sollen werden. Ich habe heute eine andere Jacke an. Ich merke gleich, dass gar nichts mehr passt hier. Also beziehungsweise meine Kamera zu locker hängt. Kann sein, dass er jetzt ein bisschen klappert, wackelt. Ich werde nachher nochmal anhalten und den Brustgurt enger schnallen. Das hier soll eine meiner berühmt-berüchtigten Heimatkunde-Runden werden. Die geschätzte Streckenlänge beträgt ca. 40 Kilometer. Hier haben wir wieder die Gasleitungen. So, habe kurz angehalten und der Gurt, der schmiegt sich jetzt etwas an meinen Körper, etwas besser. Wenn das immer noch nicht klappt, muss ich mir wohl einen Bauch anfuttern. Das ist eine der schlimmsten Straßen hier. Das sind Betonelemente mit Fugen, die viel zu weit hoch stehen. Also da fährt sich ja jeder Waldweg besser. So, dann fahren wir gleich mal runter hier von der Straße. Ja, hier haben wir wieder ein ehemaliges Militärobjekt. Wo die Russen nicht waren, war die NVA. Kommen wir hier hoch hier? Oh, na, müsste klappen hier, oder? Oh, schiebt da aber der Gute. Sehr gut. Telefon. Aber es sieht bald aus, als ob es Schießstände waren hier, denn das kennen wir doch schon. Ja, wir haben jetzt hier einen Wall ringsrum und hier haben die reingeheizt. Und hier rechts auch. Kann ja mal frontal reinleuchten. So. Hier so. Ja, was soll das sein? Aber für einen Schießstand ist das, hat das vielleicht noch zu sehr im Bogen. Hm. Nach meinen Berechnungen geht es jetzt hier rechts ab. Hier kommt auch gleich nochmal ein alter Turm. Feuerwachturm. Ah, da vorne ist er ja. Habe ich einen Knick in der Optik oder hat das Ding Schlagseite? Sieht komisch aus. Lieber schnell weg hier. Jetzt bin ich mal angehalten, weil ich gucken will, was hier so klappert. Was ist denn das hier? Ich habe heute meine Drohne mit. Flasche Wasser. Ja, ich habe heute meine Drohne mit. Muss ich mir noch ein, das hier vielleicht, ein geeignetes Plätzchen finden. Habe ja auch die Dronic-App dabei. Jetzt weiß ich auch, was hier so schlägt hinten. Das ist mein Teleskopstativ. Das ist noch über 3 Meter lang. Da kann man sich mal die Drohne sparen. Ja, und hier rechts, hier hat man jetzt hier diese Tongruben. Also es muss ja Ton gewesen sein, weil das, man sagt der Tonziegel. Können wir mal ranfahren hier. Und das sind schon stattliche Löcher, die hier reingebuddelt haben in die Landschaft. Ja, also wie im Gebirge hier normalerweise. Wenn man so guckt. Also normalerweise ist ja nichts hier mit Bergen oder Tälern. Hier in der Nähe sind doch sehr viele Kiestagebaue. Und was woanders, die Kohle ist hier der Kies. Letzten Endes wird immer die Landschaft zerstört. Überhaupt sieht der Wald hier ziemlich fertig aus. Mann, Mann, Mann. Ich werde mal umdrehen. Mein Weg führt mich heute woanders hin. Aber hier, das ist doch alles von sich aus umgefallen, oder? Hat doch niemand umgemacht. Aber genug geschwafelt. Rum hier, nicht in das Loch rein. Vorsicht. Das muss man wirklich sagen, also hier diese 80 Newtonmeter, wenn die anliegen, und die sind ja sofort da, da gibt es ja nicht keinen Halb oder was, nur volles Rohr, bis auf 6 km/h dann ist auch wirklich Zug dahinter. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, dann schmierst du hier ab. Die neuen Bikes, die sollen wohl alle einen anderen Controller drin haben, da wird diese ganze Leistung nicht mehr so hoch sein. Also da beklagen sich ja einige, gerade Zebra-Benutzer, dass die dann nicht mehr diese Power haben. Da schätze ich mich glücklich, dass ich noch den alten Cruiser habe.
So, und hier rechts hat man eine Siedlung. Hier waren natürlich auch gleich die Betriebe. Also die Ziegelei war hier. Da mussten natürlich auch die Leute irgendwo wohnen. Und das war hier. So, da haben wir doch gleich mal wieder ein bisschen festen Boden unter den Füßen. Und hier in der Nähe ist auch noch ein Bunker vom alten Militärflugplatz in Finsterwalde ausgehend. Da war ich Anfang der 90er zur Technoparty, das war was. Danach war ich erstmal 3 Tage taub. Jetzt kommen wir in den Ort, der zu DDR-Zeiten schwer angesagt war, Lugau. Da gab es das Landei und da wurde nicht systemkonforme Musik gemacht. Da trafen sich die Insider aus der ganzen Republik und der Hauptprotagonist da, der hieß Alexander Kühne. Der hat auch 2 Bücher geschrieben, unter anderem Düsterbusch City Lights. Gibt's auch in der Mediathek was von Dreisat oder Arte, glaube ich. Bis in die 90er zieht der Dorfclub ein musikliebendes Publikum aus halb Ostdeutschland an. Bands wie Feeling B, aus denen Rammstein wurde, Fettes Brot oder die Cottbusser Band Sando traten dort auf. Heute ist der legendäre Ort verlassen, die Bühne unbespielt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link hin zum Dokumentarfilm. Oh ja. Der Dorfteich ist sehr gut gefüllt. Ist auch schön gemacht hier. Eine Wassermühle. Ah ja, der Müller. Okay. Kartoffelkiste. Oh, eine schöne Gans. Wow, sieht da toll aus. Tolles Tier. Oh, hier unten, hier sind sie drin. Ist ja Wahnsinn. Na ihr, hä? Wow. Oh, die sehen ja gut aus. Ja, jetzt kommt sie an hier. Also, ich glaube, so ein richtiger, so ein Ganter heißen die, ja? Ersetzt einen Wachhund. Hervorragend. Jetzt gucke ich gerade auf meinen Routenplaner. Ich habe ja so einen schönen Weg nach links hier. Der ist nicht eingezeichnet. Aber der da geradeaus, der ist ja so versifft wieder. Ja, was man generell nicht machen sollte, ist das Befahren von Nutzflächen, also Wiesen und hier diese Äcker, hier diese Anbauflächen von Getreide und so. Zwischen März und Oktober ist es sowieso verboten, aber generell sollte man das nicht machen. Und im Wald halten wir uns auch an die Waldwege. Das kann auch gerne mal ein schmaler Pfad sein, aber querfeldein, obwohl das ja hier ganz gut geht mit dem Teil, das machen wir nicht. Also wisst ihr Bescheid. Was ist denn hier so gefährlich? Schweben die dort hinten in Gefahr? Ja, hier die Flüsse, die haben ja die Probleme mit der Verockerung. Und das zieht sich bis die Spree hoch nach Berlin. Was ist das hier? Aha. Es nennt sich Buschmühle. Wollen wir mal gucken hier. Ist ja wie im Tierpark hier. Herrlich. Sehr schön. Und der Bauer macht Musik. Einwandfrei. Hier wird die Gesamtsituation wieder etwas feuchter. Aber noch besser als beim letzten Mal. Das ist die Bahnlinie Dresden-Berlin. Jetzt fahren wir hier links lang und dann über die Brücke. Ja, hier links Naherholungsgebiet, Grube Erna. Weiß gar nicht, was die hier abgebaut haben. Ich glaube Kohle. Auf Wiedersehen, Grube Erna. Bäh. Er kommt aus Tschechien. Das erste schöne Wochenende. Dann wollen die Leute raus. Schönen Sonntagnachmittag Kaffee trinken. Meinen habe ich heute nicht dabei. Ich muss mich heute mit einer Flasche Wasser begnügen. Ah, schön. Also hier irgendwo werde ich mal auf die Dronik-App schauen.
und gucken, ob ich hier hoch darf mit der Drohne. Was machen wir hier? Ich halte mal an. So, jetzt gehen wir mal gucken hier. Ohne Registrierung akzeptieren wir natürlich. So, jetzt werden wir noch das Gerät auswählen. Mikrodrohne ist klar. So, mal gucken. Was haben wir hier? Achtung, ah, hier ist Fliegen erlaubt. Das sieht gut aus. So, für die Steuerung der Drohne brauche ich das Handy. Und ich gucke gleich mal, was wir an Kilometern weg haben. Was haben wir denn jetzt hier? 18,7. Und unser Zweitakku von Amazon hat immer noch 5 Balken. Können wir noch mal gucken, was das hier Interessantes ist. Erstmal hier wieder Müllplatz, wie immer. Irgendein alter Obstgarten. Mit alten Bäumen und sehr viel trockenem Gehölz. So, wie gesagt, 18 Kilometer haben wir noch. Die Hälfte ungefähr liegt noch vor uns. Lindener war immer bekannt für sein Landsbulldog-Treffen. Im Übrigen durchfuhr ich diesen Ort schon mal bei meiner Testtour mit dem Zweitakku. Ja, das Lustige ist, aufgrund der Reifengeräusche werde ich schnell erkannt. Oh Mann. So, Schönborn. So, nach 24 Kilometern querfeldein ist der erste Balken weg, ganz normal. So kennt man das auch von dem originalen Himi-Akku. Obwohl ich ja noch erwähnen muss, dass ich mit dem Akku ja schon ein Stück gefahren bin in der letzten Woche. Lasst mich mal überlegen, das müssten na so 7-8 Kilometer gewesen sein. Also sind wir über 30 Kilometer gekommen. Bis zum Wegfall des ersten Balkens. Ein Schränklein, was soll denn das hier? Für Kfz verboten. Na Gott sei Dank haben wir ein Fahrrad. Wie komme ich denn jetzt am besten hier vorbei? Riecht hier noch ganz neu, der Lack hier. Mann, Mann. Und hier nur mit einem Dreikant gesichert. Naja, Provisorium. Ich sag mal so, gewölbter, gemeiner Waldweg. Ein bisschen gefährlich, dass man, da muss man aufpassen, dass man die Mitte trifft und nicht irgendwie seitlich abgleitet. Jetzt wird es schön romantisch. Man erkennt ja kaum den Weg vor lauter Laub. Gut abgepolstert. Jetzt fahren wir rechts rum. Sehr schön. Ja, habe ich zu viel versprochen? Oh, die Vögel, herrlich. Super. Ja, hier die Bäume beim letzten Mal sind mir auch aufgefallen, ja, die so schräg stehen. Gong. Hallo. Hallo. Jetzt geht's erstmal zu Fuß hier weiter. Zumindest erstmal hoch.
dass hier die kleine Elster, die kleine Elster der ehemaligen Gerberstadt Doberlokirchen. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ja. Naja, vorsichtig. Ein ganzes Gepäck hier hinten drin. Sehr schön. So, das hier rechts oder geradeaus ist das alte Kloster. Dobriluk. Hier. Das ist ja mal eine Hecke hier, oder? Oh. Mann, Alter, du kannst ja rumschnippeln hier oben dann. Oh, was ist denn hier los? Erste Mal, dass ich hier das erlebe, dass die Schranken oben sind. Was haben wir da? Ladesäulen. Sehr schön. Okay. Gut zu sehen. Hier lädt noch niemand. Die tanken alle noch. So, jetzt geht's mit der Akkustandanzeige Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir wieder einen Balken weniger nach 5 Kilometern. Also wir haben jetzt 30. Wir haben jetzt so circa 37 Kilometer weg mit dem Akku. Und jetzt ist der zweite Balken entfleucht. So, jetzt geht's los, ja. Bergab, Polizei im Nacken, Kneipe in Sicht. Los, komm, 30! 30 km/h! Und die Reifen singen! Ja, noch eine kleine Trinkpause einlegen. Das ist eine Wiese oder Brachland, kann man sagen, aber keine Nutzfläche. Hier werde ich drüber fahren. Hier baut doch kein Bauer irgendwas an und erntet es ab. Außerdem gibt es ja hier schon Spuren. Ich bin nicht der Einzige. So, was ist denn das für ein Geländer hier? Werden hier Boote ins Wasser gelassen oder? Wow, also hier die Flüsse und die Bäche und was sind denn das alles hier? Gräben sind alle voll mit Wasser. Patsch. Was haben sie denn hier hingelegt? Na, Feuerholz. Gut, genug pausiert. Ich werde jetzt wieder aufs Rad steigen. Was liegt vor mir noch so? 6 Kilometer. Jo, ich werde gleich nochmal anhalten. Ich muss mal mein Handy mit Strom versorgen. Also dieses Teil, welches für die Navigation und den Drohnenflug verantwortlich ist. So, ich habe hier 2 Powerbanks. Und da müsste das funktionieren hier. Man soll ja, wie gesagt, hier den USB-Anschluss am Display nicht nutzen, weil der, wie in meinem Fall passiert, kaputt gehen kann. So, wie geht jetzt hier die Lampe aus? Kriege ich denn jetzt die LED aus? Ah, jetzt. Gut. Kabel ist relativ kurz, aber müsste gehen. Ich schieb das jetzt hier wieder rein. So. Jawohl. Hier links haben wir nochmal einen Segelflugplatz. Und hier agiert der Flugsportverein Otto Lilienthal. Und auch hier grüne Welle. Ah, hier, man sieht es an dem Autoverkehr. Ja, die halten sich jetzt alle hier im Tierpark auf oder auf dem Spielplatz hier rechts. Sehr gut. Eier waren frei. Nach 40 Kilometern plus 7 habe ich noch 2 Balken. Und ich bin jetzt auch fast wieder an meinem Startpunkt angelangt. Ja, dann. Herzlichen Dank für das Interesse. Ich melde mich wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bleibt fit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.